Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine gebrauchte Tonibox auf Werkseinstellung zurücksetzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige es zur besseren Veranschaulichung mal am PC, aber natürlich funktioniert das Ganze am Handy bzw. Tablet relativ ähnlich. Und zuerst mal sollten wir die Tonibox aus dem Haushalt entfernen, weswegen ich in einem beliebigen Browser, bei mir ist das Google Chrome, mal in der Adresszeile meine.tonis.de öffne. Das ist auch schon die offizielle Tonibox-Website. Da können wir uns anschließend auch mit unserem Account einloggen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehe ich mal hier unten auf den Reiter Toniboxen, kann meine entsprechende Tonibox auch schon ganz einfach auswählen. Und hier sehen wir jetzt auch schon den Punkt aus dem Haushalt entfernen. Da klicke ich natürlich auch noch einmal drauf und kann das Ganze mit Tonibox entfernen auch schon bestätigen. Wir bekommen auch schon die indirekte Bestätigung, dass aktuell keine Tonibox mehr mit unserem Konto verknüpft ist, so wie wir das natürlich auch haben möchten, weswegen wir unsere Tonibox jetzt auch auf Werkseinstellung zurücksetzen können. Hier für diese zuerst einmal auf die Ladestation stellen und dann können wir nämlich diese auch schon ganz einfach umdrehen und müssen mal schauen, dass wir beide Ohren gleichzeitig für circa 10 Sekunden gedrückt halten. Sobald wir dieses Signal hören, haben wir es auch schon geschafft. Die Tonibox ist richtig auf die Werkseinstellung zurückgesetzt worden und nun können wir diese natürlich auch erneut einrichten. Hierfür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt eine neue Tonibox, solche Kopfhörer, eine personalisierte Schutzfolie oder natürlich auch weitere Tonis zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.